Ja, wir bauen die besten DSP-Endstufen ein. Die geilsten Lautsperrkomponenten geben uns wahnsinnig viel Mühe bei der Türdämmung und bei der Abstimmung der Fahrzeuge. Aber lassen das originale Radio drin. Ist das nicht ein totaler Widerspruch? Ja, normalerweise schon. Warum? Ganz einfach. Das Radio, also dort wo ich spielen möchte, das Medium, CD oder wie auch immer, ist der Schwachpunkt ja eigentlich immer, das Radio. Mhm. Na? So, und es wäre ja schön, wenn man es umgehen kann. Und das haben wir hier gemacht. Und wie? Ganz einfach. Wir haben ein Bluetooth-Modul, wo wir von unserem Telefon direkt in die Endstufe spielen können. Das ist nichts Neues. Das ist nichts Neues, genau. Ohne das Radio. Das ist halt das Interessante dabei. Das heißt, ich gehe nicht den Weg übers Radio, wie ja normal mit Bluetooth-Verbindung, wenn ich dann eine habe, sondern ich spiele halt direkt in die Endstufe rein. Und was jetzt halt neu ist und was auch wirklich sehr, sehr spannend ist, ich kann jetzt nicht nur die Lautstärke am Handy regeln, was ich ja vorher mal machen musste. Das ist gesetzlich aber verboten neu. Richtig, genau. Ich mache das jetzt ganz normal über die Lenkradfernbedienung Oder halt über den Lautstärkeknopf vom Radio. Ja, aber das geht ja nur, wenn ich das Radio höre, nicht wenn ich Bluetooth höre. Doch, das geht auch, wenn du Bluetooth hörst, weil es nämlich hier per Campus angebunden ist. Ah, so, okay. Und Deshalb machen halt wir ja eigentlich das neue Video, weil es von geladen genau ein neues Campus-Interface gibt. Genau. Richtig. So, und das hat nicht nur den Vorteil, dass wir verlustfrei hören können, High-End. Tonwiedergabe haben, nicht das Equalizing vom Radio mitbenutzen, wenn es werkseitig ein Equalizing hat mhm. und uns irgendwas verfuscht, sondern wir können im Grunde genommen über das USB-Kabel mit dem PC-Tool uns ein absolutes High-End-Setting hier machen Richtig. Und, und gehen absolut verlustfrei mit dem Signal rein und nutzen erst den Wandler. Den wir auch benutzen für den DSP. Dadurch sind wir absolut rauscharm, verzerrungsarm und haben glasklaren Klang. Und das Allerbeste ist noch, wenn wir die Quelle wechseln, haben wir dieselbe Lautstärke wieder. Ganz das heißt, genau. wir brauchen auch kein zusätzliches Modul. Früher gab es ja auch, oder gibt es ja immer noch, gibt es ja vom Gladen Mosconi ein zusätzliches Lautstärke-Modul. haben jetzt hier überhaupt keine Integrationsprobleme. Man kann an dem Auto wirklich äh, nicht sehen, dass wir hier überhaupt audiomäßig was verändert haben. Richtig. Ne? Und eins war noch zu erwähnen, was halt auch eine wichtige Information ist. Wenn ich Lautstärke regle, das heißt, ich streame jetzt direkt in die Endstufe rein und ich drehe die Lautstärke im Radio, gehe ich nicht über das Radio, sondern der Knopf dient eigentlich nur noch als Steuermodul, wenn man es so möchte, für die Endstufe. Das heißt, wir haben im Grunde genommen unser ganzes, unsere ganze Einstellung, unsere ganze Tonqualität wird nicht mehr über das Radio beeinflusst das ist genau. verändert, ist sozusagen nur noch ein Symbol und gibt die Campus-Daten genau. weiter. Und ich kann es vor allen Dingen. Wie also eine Fernbedienung. Ich, wie eine Fernbedienung ja. äh, kannst darüber wählen. Ja, das funktioniert mit dem Galaxy, funktioniert mit dem iPhone, mit dem Tablet, also ja. mit jeder oder mit dem High Resolution-Audio-Quelle oder ich kann mein MacBook da anschließen. Genau. Das ist absolut genial gemacht. Ist äh, ohnehin das Bluetooth-Audio-Streaming, haben wir ja bei Oldtimern oder bei Fahrzeugen schon immer benutzt, um das äh, umzusetzen. Aber hier im VW-Bus ist es natürlich nochmal total genial für denjenigen, der so ein Auto mhm. liest und das auto irgendwann wieder zurückgibt nichts verändern möchte hat er die möglichkeit hier wirklich einmal wir musik auf dem niveau zu hören was er eigentlich nur zu hause zu erreichen ist ganz genau. Und es ist halt zu 100% rückgrossbar, was ja auch wirklich interessant ist für ein Leasing. Erzähl noch mal ganz kurz vom Einbauaufwand her, vom Einbauort her. Endstufe habt und dann Sitz verbaut? Genau, ist unter dem Beifahrersitz verbaut. Kabelwege sind dadurch nicht besonders lang. Je nachdem, natürlich, wie groß die Endstufe ist, kann man sie auch woanders hinbauen. Beispielsweise in dem Handschuhfach hier wäre halt auch möglich. Das Interessante bei. Ähm, Dieses System ist, dass es schon einen fertigen Kabelbaum gibt. Das heißt, Plug-and-Play. genau, ich muss gar nicht mehr viel großartig rumlöten. Es gibt einen, ähm, einen Quadlock-Stecker, sag mal, also Steckerbuchse, wo dann meine Abgänge für Signal und wieder Lauschwerbung. Wir gibt. haben hier nichts zerschnitten an dem Auto, ganz das genau. Ist absteckrückweisbar. Ja, also wie Plug and Play ja schon bedeutet, funktioniert das ja. sehr hervorragend. Für alle Leute, die einen VW haben mit einem werkseitigen Radio und High End im Auto hören wollen mit einem relativ geringen Aufwand, ist das auf jeden Fall eine coole Lösung. Ne? Auf jeden Fall. Wenn ihr Fragen zu dem Thema habt, schreibt gerne unten in die Beiträge rein oder meldet euch bei uns. Wir geben euch gerne eine Information dazu. Vielen Dank für euren Besuch auf unserem Kanal und wir sagen Tschüss. Ne? Ja. Jo, ciao, ciao.